Genauso wie gestern schon der R2 ist auch die heutige Plaste, nämlich der AT-AT Commander oder General Veers, erstmals im Rebel Command Center aufgetaucht, bevor er dann auf Karte rauskam im Jahr 81. Und die beiden hier im Archiv befindlichen Kommandanten sind beide die Version mit den langen Rechtecken auf dem Rücken. Der eine scheint ein bisschen Gelbsucht zu haben, der andere nicht. Dabei hatten sie einen typischen Bespin Blaster. Einer steht gut, der andere nur gebeugt. Sonst gibt's nicht viel zu sagen. General Veers hieß er auch.